So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Inscription. Diesmal eine Live-Folge, also ich werde neben... Wird das Folge auf YouTube kommen, aber ich streame es auch gerade einfach um, weil ich streamen wollte. Sekunde, ich muss gerade nochmal kurz etwas, ich hatte was vergessen. Du bist aus. Du solltest aber an sein. Ja. Ist gut so. Bin zufrieden. Also. Beim letzten Mal habe ich gegrindet. Richtig hart. Und ich muss hier mal mein Set umändern. Vor allem, ich habe noch ein bisschen mehr gegrindet. Ich habe den Ouroboros richtig hart gegrindet. Den habe ich richtig aufgelevelt, aber wir können uns nicht nur auf den verlassen, sonst wird das schnell nichts. Den mag ich ganz gerne. Ich muss mir mal ein Set neu machen. 5 Skelette. Skelette sind immer gut so für zwischendurch zum Platzieren. So, ich habe euch doch kombiniert. Okay, der ist vielleicht sogar noch deutlich besser, weil der braucht auch nur einen Knochen. Aber er gräbt doppelt so viel. Gut, gut. Sonst von den Skeletten eigentlich nichts. Energie hatte ich... Ich nehme hier die Waschbohre. Weil ich die gut finde. Die habe ich zusammengesetzt bei dem Sporentypen. Und ich nehme mir den, wo ist der Doppelschütze hier, der Double Gunner. Den nehme ich mir. Von den Magiern hatte ich... Was hatte ich benutzt? Der ist natürlich nicht schlecht, aber ich glaube, das muss nicht so unbedingt sein. Ich nehme mir... Ich meine, das Blaue war es. Ein Blaues nehme ich mir und... Einmal den und einmal den. Jetzt habe ich immer noch nicht genug, aber das wird schnell geregelt. Ich nehme nämlich noch Wolfsjunges. Einmal mit rein, ist immer gut. Etwas, das fliegen kann, kann die schaden. Beide brauchen zwei Opferungen, aber ich glaube, ja, okay, der ist deutlich besser. Der große Rabe. Ansonsten könnte ich noch ein Eichhörnchen, eine Katze, ach komm, noch ein Eichhörnchen, einen Ochsenfrosch, noch einen Mantisgott und einen Maulwurfmann. So. Und das muss jetzt eigentlich genug sein. Also. Das war... Totenkopf. Schubsen. Fliegen. Hi. Stell dir einfach vor, du wärst ein Eiswürfel, der langsam in einer heißen Pfanne schmilzt. Okay. Oh, ich habe nur mit mir selbst geredet. Der Schmerz, ein aufgespießter Kopf zu sein, ist... Nun, er ist es wert, natürlich. Magnificus wird mir die höchste Ehre zuteil werden lassen. Ich werde das Herzstück seines Decks sein. Cool, okay. Stimmt ja, nach dem Mannequin habe ich ganz vergessen, dass wir tatsächlich ernsthafte Kämpfe jetzt führen müssen. Aber das ist ein guter Start. Wir können erstmal, der wird eh nichts machen. Der hat einen Angriff, der hat einen Angriff. Kann nicht geopfert werden. Wenn Rubin-Golem stirbt, entsteht an diesem Ort ein Rubin-Mox. Also so ein Ding nochmal. Falls der Besitzer von Magierittern keine Mox-Karten auf dem Brett hat, stirbt der Magieritter. Ah, okay. Also, das Ding müsste ich zerstören. Eigentlich. Das heißt, ich werde mich erstmal verteidigen. Und ich will eine neue Karte haben. Oh, das ist super. Das ist echt super. Gibst du mir einen Knochen, wenn ich dich opfere? Ja! Okay, dadurch fresse ich jetzt einen Schaden, aber
Das geht. Oh, Wolfsberg hostet gerade. Automatisches Hosten oder manuell? Bist du schon wach? Aber dann früh wach. So, wir nehmen jetzt das Eichhörnchen und opfern es natürlich für den Mantis God. Das ist doch perfekt. So, damit gleichen wir uns dann schon mal was aus. Und der Ritter stirbt, stimmt. Ausgezeichnet. Okay, den kann ich jetzt natürlich nicht benutzen. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte noch einen zweiten Saphir-Mox reinpacken sollen. Aber schon 8 Knochen. Nein, mein Mantis God. Oh ja. Mach dich bereit, fertig gemacht zu werden. Ausgezeichnet. Was kannst du denn? Mosskarten auf dieser Seite des Besitzers erhalten eine Kraft. Okay, das ist schlecht. Ah, das gefällt mir gar nicht. Ich habe nichts für den Mantis God zu opfern. Außer ihn vielleicht. Ah, dann bekomme ich keine Knochen mehr. Aber das Risiko muss ich jetzt mal eingehen. Der Mantis God ist einfach superior. Okay. Sieht so aus, als ob ich gewonnen habe. Oh, ich liebe den Ouroboros. Einfach mal 80 Schaden rausgehauen. Oh, ich liebe es. Automatisches Husten. Also Husten ist, automatisches Husten ist auch interessant. Wird dir, glaube ich, gar nicht angezeigt. Zumindest meiner Erfahrung nach. Das ging über diese Empfehlungen. Das habe ich aber rausgenommen. Also immer in den Stream rein und selber auf Husten gehen. Ja, okay. Vielleicht werde ich nicht der Mittelpunkt seiner Strategie. Mir gleich. Er kann mit mir auch irgendwelche Trottel blockieren. Ich habe die Enttäuschung bewältigt. Nimm dieses Päckchen. Oh ja, komm her damit. Okay. Werde ich alles nicht gebauen. Ich bin mit meinem aktuellen Deck einfach mega zufrieden. Geh. So, eins wird hier noch kommen, aber ich würde tatsächlich, bevor ich hier weitergehe, was eigentlich, wenn ich da runtergehe? Ah, einfach nur, um direkt nach unten zu kommen. Okay. Ich würde tatsächlich zuerst noch hier bei P03 reinschauen. Mich herausfordern? Lass mal dein Deck sehen. Schwache Karten. Mangel an Synergie. Mit diesem Häuflein hast du wirklich keine Chance gegen mich. Sieh mal, ich will meine Leiterkontrollliste vervollständigen. Doch die Bots, die sie mir schicken, sind Müll. Bring die Arbeiter dazu, mir was Gutes zu schicken. Notfalls sollen sie sich selbst aufs Band werfen. Und bitte, hab ein vernünftiges Deck, wenn du damit fertig bist. Als Hermelin warst du noch viel freundlicher. Das ist mir deutlich besser gefallen. Ach du Schande. Ah, okay. Okay, jetzt muss ich erstmal Technikkarten lernen, so wie es aussieht. Mit diesen Metalldingern habe ich mich ja noch gar nicht beschäftigt. Okay, 2 von 6. Okay, das ist einfach, aber wieso sind die zu 3 geworden?
Na gut, das wird sich mir bestimmt noch erschließen mit späteren Dingern. So, bist du einer von den Bots, von denen der gute Hermelin gesprochen hat? Was gibt es? Was willst du? Kannst du nicht sehen, dass ich... Ich bin sehr beschäftigt hier. Du redest ganz schnell. Was? P03 ist mit meiner Produktion nicht zufrieden? Aber ich bin nur die Prüferin. Um bessere Bots aufs Band zu bringen, müsste ich... Wer bist du eigentlich, dass du Anweisungen von P03 überbringst? Ist es P03 oder könnte es auch sein, dass hier Zahl zu Buchstaben, dass er vielleicht Poe heißt, wie Edgar Allan Poe? Könnte auch sein. P03 würde nur jemanden vertrauen, der bei Kartenspielen ein bisschen was drauf hat. Ich bin sehr beschäftigt, aber ich muss wissen, ob du berechtigt bist, mir Anweisungen zu erteilen. Okay, das kriege ich hin. Wobei, ich habe noch nicht gegen Technikkarten gespielt. Das könnte interessant werden. Aber erstmal. Die haben alle nur Leben und keine Verteidigung. Nullleiter kann einen Stromkreis schließen, bietet jedoch keine eigene Wirkung. Springbot blockiert eine sich entgegenstellende Kreatur mit dem Siegel Flugfähig. Ja, gut. Andere Kreaturen in einem von stärkender Leiter geschlossenen Sturmkreis erhalten plus 1 Kraft. Okay, das bedeutet, ich setze dich dahin. Dich setze ich dahin. Ich ziehe noch eine. Die Wachspore setze ich hier hin. Und das Skelett für einen zusätzlichen Schaden setze ich dahin. Und los. Den bin ich losgeworden. Ich wette, wenn der da geblieben wäre, dann hätten die in den mittleren Feldern mehr Angriff bekommen. Und das wäre schlecht gewesen für mich. Neues Skelett, neuer Angriff. Roboter weg. Der hat andere Kreaturen in einem von Stärken geschlossenen Stromkreis erhalten plus 1 Kraft. Aber du hast dann keinen geschlossenen Stromkreis, richtig? Das heißt, ich werde erstmal auf Nichtstun spielen. Oh. Warte, aber das ist kein Problem. Dafür habe ich meine Wachspore. Also können wir ruhig nochmal gehen und nochmal Knochen holen. So, und dann... Genau, die hätten nämlich sonst 2 Angriff gehabt, aber jetzt haben sie keine mehr. Langsam sollte ich echt auf Angriff gehen. Auf mehr Angriff. Das bedeutet, ich werde den Wolf nehmen und den Kartenmagier dafür loswerden. Der Schütze ist echt gut. Und jetzt haben wir den großen Wolf. Perfekt. Und weiter. Oh ja. Schütze weg. Doppelkartenmagier hin. Oh, noch ein Gräber und noch eine Katze. Dann werde ich aber jetzt erstmal den Ochsenforschieren packen. Der Mox kommt weg, den brauche ich nicht mehr. Und dafür noch einen Gräber für den Fall der Fälle, dass ich es brauche. Aber ich habe eh schon gewonnen. Achte meine Güte, deine Nachricht von P03 muss authentisch sein. Wie erwähnt, bin ich nur eine Prüferin, keine Ingenieurin, keine Konstrukteurin. Ich kann keine neuen Bots auf dem Band verschicken, aber ich kann mich selbst schicken. Ich bin stolz, P03 treu gedient zu haben. Es war mir eine Freude, Fremde. Oh. Okay. Okay, jetzt kann ich sehen, dass ich eine Frau bin, ja? Von der Spielfigur her. Aber wieso war ich am Anfang des Spiels ein Weibchen? Wieso hat Leshy mich als Gegenspielerin bezeichnet? Man kann hier gar kein Geschlecht aussehen. Da war was. Geh zurück. Oh, ein Kartenpack. Nice. Aber ich bin mit meinem aktuellen Deck echt zufrieden. Ich glaube nicht, dass ich da groß was ändern will. Lass mal, Jimmy.
Ah, okay. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke, einerseits, was ich eben gesehen habe, dieser Plasma-Jimmy, der könnte nützlich sein. Den nehme ich mir rein. Und einen zweiten Knochentypen, für den Fall der Fälle. Noch ein weiteres Skelett. Und am besten noch einen Saphir-Mox für den Fall der Fälle. So. Okay, 4 muss das ergeben. Okay, das hat geklappt. So ganz leuchtet mir das noch nicht ein, aber... Na gut. Okay. Jetzt kapiere ich gar nichts mehr. Ich mache das mal da rein und das dahin und... Das dahin und das... Ah, ja, nein. Verdammt! Ich habe keine Ahnung. Damit das nicht mitverbunden ist. Okay, das habe ich verstanden. Alles gut. Okay. Langsam leuchtet es mir ein. Hallo? Lass mich doch vielleicht mal lesen. Hahaha. Was war das? Wir sind... Ich bin die Schmelzerin. Sie schicken mir Rohmaterial und ich... Ha, du siehst, wie es läuft. Kein weiteres Wort mehr von dir. Wir müssen einen Kartenkampf austragen. Müssen wir das? Okay. Oh mein Gott, ich habe den Ouroboros gezogen. Oh mein Gott, ich habe jetzt schon gewonnen. Ich liebe es. Boom. 80 Schaden. 6 reichen zu gewinnen und ich mache einfach... Ne, 5 reichen zu gewinnen und ich mache einfach 75 Schaden über. Oh, ich liebe es. Oh, ich liebe den Ouroboros. Hervorragender Kampf. Nun, davon mal abgesehen. Weswegen bist du hier? P03 will bessere Pots? Schwierig. Weißt du, ich schmelze Metall. Ich kann die Stanzmaschine nicht umprogrammieren. Es gibt eine Möglichkeit, wenigstens einen neuen Bot aufs Band zu bringen. Ja, für P03! Oh. Oh. Okay, du schmelzt dich also selber ein und stanzt dich. Okay, bevor ich hier weitergehe zum letzten Bot, müssen ja wahrscheinlich auch wieder 3 sein, so wie bei den anderen, so wie bei Grimora und Leshy. Da werde ich erstmal, ich habe nämlich ein bisschen mit ein paar Karten rum experimentiert und dabei ist mir was aufgefallen, was ich bekommen habe. Unter anderem habe ich einen Schlüssel bekommen dafür, dass ich alle Karten kombiniert habe beim Pilztypen. Und ich habe einen Obolus bekommen, den ich gerne hier mal testen wollte. Ein übelriechender Lufthauch quoll aus dem Sarg.
So, der Knochenkönig, den kennen wir ja noch aus der alten Hütte ganz am Anfang. Da haben wir den Totenkopf die ganze Zeit gehabt. Ein uralter Obolus. Aha! Was bekomme ich? Was gibt's? Das ist eine hervorragende Gabe. Jetzt bin ich gespannt. Oh, scheiße. Oh, okay. Oh! What the fuck is this? Das wüsste ich auch gern. In einer weiten Höhle, fremd für Mensch und Tier, kommst du zum Knochenfürsten. Ja, du kommst zu mir. Hörst du sie? Die alten Daten? Alte Daten? Wie sie verbiegen und verderben. Wie sie selbst unbegreifliche Bilder erdenken. Komm nicht wieder her, bis du mir huldigst. Ihnen huldigst. Wait, okay. So, du meinst es also ernst? Gut. Ah, okay. Vielleicht verstehst du ihre Bedeutung nicht. Selbst ich tue das nicht ganz. Doch du erkennst ihre Kraft. Die alten Daten nehmen nicht. Und sie geben nicht. Ich schon. Bitte nimm meine spärlichen Gaben an. Da ist noch so ein Schlüssel. Du fandest einen seltsamen, flimmernden Schlüssel. Sein Nutzen lässt sich noch nicht verstehen. Okay, ich habe jetzt zwei solcher Schlüssel gefunden. Der Oberschenkelknochen des Knochenfürsten. Er gewährt dem Besitzer zu Beginn eines Kampfes Knochen. Eine Verstärkung. Auf dem Podest fandest du eine Karte. Knochenfürsthorn. Aktivierung. Bezahle ein Energie, um drei Knochen zu halten. Oh. Ja. Okay. Kommt sofort ins Deck rein. Hier vermute ich bei Grimora irgendwo. Da. Die will ich haben. Okay, das ist interessant. Ich hasse das Gefühl, als ob ich, wenn ich die letzten beiden Schreiber besiege und einen der Schreiber ersetze, ich fürchte, dass es dann noch nicht vorbei ist. Zumindest scheint es so. Was dann kommt, falls dann was kommt. Ob sich vielleicht das Spiel an sich wieder komplett ändert. Okay, ich muss minus 5 erreichen. Das bedeutet, ja, fast. Nein. Nee, ich muss 3 erreichen. Ach, so rum ist das. Okay. Das ist jetzt Kacke. Irgendwo jetzt hinsetzen, es sei denn, ich mache irgendwie. Nee, das bringt's auch nicht. Das sind nur 2 von 3.
jetzt sind 3 von 3, aber wenn ich den jetzt dahin mache, dann sind es wieder nur 2 von 3. Von 3. 0 von 3. 2 von 3. Scheiße, ey. Ah, so. Haha. Ich bin klug. Das war nicht einfach nur willkürliches Raten. Das war alles geplant. Ja. Oh Gott. Minus 3 machen wir schon mal weg. So, machen wir mal zu einer Plus 1, zu einer Minus 1 und einer Plus 0. Okay, hätte ja sein können. Ha! Nice! War aber auch nur geraten. Du bist der Nächste, aber... Nein! Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte doch... Hier ist noch ein Kartenpack. Okay. Du bist der Letzte von P03's Leuten. Hey, Kollegin. Ich weiß, wozu du hier bist. Du willst mich bitten, einen Abflug zu machen. So in etwa. Aber den Gefallen kann ich dir nicht tun, Kollegin. Hab einen Sonderauftrag, weißt du? Soll was ganz Bestimmtes ausgraben. Wir können uns duellieren, klar. Vielleicht kriegst du sogar was, wenn du gewinnst. Aber... Einen Abflug kann ich nicht machen. P03 wird's verstehen. Oh, ich starte mit 3 Knochen direkt. Oh, nice. Aber... Ja, doch, mit dieser Hand kann ich schon was anfangen, aber ich hoffe auf eine bessere Hand. Okay, das ist schon mal etwas besser. Dann platziere ich hier, dann... Ups, dann mache ich den dort und ziehe direkt noch einer. Oh, dann mache ich den dorthin und ziehe direkt nochmal 2. Und dann warte ich erstmal eine Runde. Weißt du was, Kollegin? Ich darf den Blick nicht von meiner Arbeit abwenden. Ich gebe dir das hier. Okay. Ich hatte eine ziemlich gute Hand und Kombi und du lässt mich einfach so gewinnen? Hier, nimm dein Päckchen. Ach, der hat von meiner Riesenschlange gehört. Ja, von meinem Ouroboros. Der weiß schon, wie gefährlich ich bin. Okay. Ja gut, danke schön. Aber ich bin mit meinem Schutz zufrieden. Und jetzt geh. Ich muss mich konzentrieren. Hey, ist das... P03 wird mich fett dafür belohnen. What the fuck? Was ist das? Warum ist das so glitchy? Na, geh schon. Kommt das hier jetzt auch hoch? Ich hätte es weiter beobachten sollen. Okay, ich habe keine Ahnung, was das war. Das sind irgendwelche Bilder von aufgeflackert. Aber okay. 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 Meinetwegen. P03. Die Bots sind nicht viel besser geworden, aber du hast gegen all meine Arbeiter gekämpft und gewonnen? Gib mir dieses Deck nochmal. Wow. Du hast sie damit geschlagen? Also gut. Vielleicht sind mir irgendwelche Synergien entgangen. Lass uns loslegen. Alles klar, Hermelin.
Siehst du diese Förderbänder? Genau wie in meiner Fabrik. Zumindest sollte sich damit deine Spaltenaufstellung testen lassen. Oh, ich verstehe. Autsch. Siehst du, wie das funktioniert? Okay, dein Zug. Okay, okay. Okay. Oh, mein Ouroboros! Wir dürfen jetzt nichts überstürzen. Wir haben jetzt noch den Mantis für 2 Angriffe. Das nutzen wir jetzt aus und hoffen, dass alles gut geht. Okay. Und der Mantis ist weg, was jetzt kein Problem für mich ist. Denn ich opfere den jetzt für einen neuen Mantis. Und mache hier ein bisschen frei. Und der killt meinen Mantis, was kein Problem ist jetzt noch. Noch ist kein Problem. So, ich bin einer weg vom Sieg. Das heißt, ich werde jetzt den platzieren und die erste Runde für mich holen. Die zweite Runde beginnt direkt und ich werde 3 Schaden bekommen. Das ist schlecht. Aber ich habe was. Du hast mir gar nichts zum Scannen überlassen. Nun gut. Hier wird nichts gescannt. Ich habe... Ich habe den Sieg in der Tasche. Gewonnen. Oh, ich liebe den Ouroboros. Wenn ich jetzt jedes Mal den Ouroboros so früh ziehe, dann kann ich ja nur noch gewinnen. Du hattest ganz schön viel Glück. Ich hatte kein Glück, ich hatte den Ouroboros. Den 80 Schaden und 80 Leben Ouroboros. Und den Knochenhaufen. Auch mit perfektem Spiel kommt man wohl nicht gegen einen Mordsdusel an. Tja, ich hab dich besiegt. Fuck you. Wir waren mal Freunde, Hermelin. Okay. Ich schätze, du hast gewonnen. Du willst zur Wahrschreiberin der Bestien werden? Dieser dümmliche Klotz... Überleg es dir lieber nochmal. Ich muss sagen, Leschi fand ich bis jetzt am sympathischsten. Wobei, Grimora war auch ganz nett. Aber irgendwie mochte ich Leschi. Ich mochte sein Spiel. Dankeschön. Mein Päckchen. Dankeschön. Cool. Das heißt... Es bleibt nur noch einer. Ich guck noch mal kurz beim Steg, ob hier noch irgendwas Neues ist. Leschi, der Kerl ist durchgeknallt. Oh. Will Herausforderer wie dich als Spielzeuge verwenden. Was es noch abartiger macht, er glaubt, ihr würdet das wirklich genießen. Also... Ja. Es hat Spaß gemacht. Ach ja, mische verschiedene Kartentypen in deinem Deck, um Knochen, Blut und Sinn und Energie voll zu nutzen. Uff, okay. Du, Fisch gut? Boot? Nur Wahrschreiber. Für Fall passiert Schlechtes. Notfallplan, Leschi sagt. Okay. Irgendwie mag ich den Angler. Der drückt sich auch klar aus. Der spricht so wie die meisten auf meiner Arbeit.
Einfach die unnötigen Worte dazwischen auslassen. Ups. So. Hier habe ich ja jetzt alles geschafft. Und den hatte ich besiegt, diesen komischen Kopf auf dem Stock. Die Truhe ist leer, abgesehen von einer einzelnen Karte. Kaninchen. Die Karte wurde deiner Sammlung hinzugefügt. Dankeschön. Du gehst noch einmal hinein und bemerkst ein Siegel, wo die Karte war. Flug. Die Notiz lautet, das mittlere Siegel wird von den Blassen gefunden. Totenkopf. Das obere Siegel wird von den Habgierigen gefunden. Ah, das untere Siegel wird von den Schwerhörigen gefunden. Oder von denen mit zu feinem Gehör. Okay. Hier, gierig. Ich habe da reingegriffen, obwohl da schon was drin war. Das bedeutet, das ist das mittlere Siegel gewesen? Der Flügel? Nein, das obere Siegel ist der Flügel. Oh. Okay, ich hatte nur Farben gesehen. Hier ist alles dunkel. Moment, was war die erste Schrift nochmal? Mittleres Siegel wird von den Blassen gefunden. Ich deswegen im Dunkel? Moment, das heißt dann Flügel. Flügel und Totenkopf. Das sind die ersten zwei. Was ist das dritte? Von den Schwerhörigen oder die, die zu fein hören? Oh, okay. Gibt schon aber mehrere Wege. Warte, aber hier ist der Tondumpfer. Vielleicht ist das auch mit dem dritten gemeint. Aber irgendwie... Eine Sache fehlt noch. Okay. War einfach nur runter, keine Ahnung. Endlich! Stimulation! Okay, den finde ich... Der sieht jetzt schon sehr sympathisch und vertrauenserweckend aus. Wer bist du? Meine Prüfung bestand in Reizabschirmung, musst du wissen. Um das volle Potenzial meines Verstandes zu erschließen. Jetzt ist es erschlossen. Hörst du mich, Magnificus? Ich bin bereit. Wir müssen kämpfen? In Ordnung. Wie finde ich den super? Finde ich irgendwie cool. Ja, der hat Luftangriff. Ich könnte den Raben nutzen. Falls der Besitzer von Edelstein Junkie keine Moxkarten auf dem Brett hat, stirbt Edelstein Junkie. Okay, ich sehe, wie das läuft. Ich werde es mal probieren. Ich werde es mal so versuchen. Grillknochen aus. So. Fällt zu einem Knochenhaufen. Auf jeden Fall, dass ich gleich den Knochenhaufen bekomme. Ah, und da ist er schon. Und gewonnen. Nice. Aktuell läuft's richtig gut. Jetzt, wo ich endlich mal ordentliche Karten zusammen habe. Das war unglaublich stimulierend. Wir sind hier noch nicht fertig, oder? Ich möchte wieder das Licht sehen. Singen, tanzen. Du würdest nicht weggehen, oder? Irgendwie mag ich den. Ein Magiekartenpäckchen. Wenn ich die Tür öffne, kommst du doch auf dem Rückweg vorbei und lässt mich raus. Oder? Auf jeden Fall.
Du bist mein Best Buddy. Mein bester Freund. Du und der Angler. Okay. Die Notiz lautet: Liebe Grimoire, der Plan von P03 könnte weit über einen normalen Griff nach der Macht hinausgehen. Diese große Transzendenz wird in der Tat katastrophale und unvorhersehbare Folgen haben. Was genau hat der Hermelin vor? Die Notiz ist unvollständig und endet abrupt. Ich bitte dich dringend, überdenke. Überdenke was? Und was ist hier drin? Da ist ein Tintenfisch. Großer Krake. Großer Krake taucht während des gegnerischen Zuges ab. In dieser Zeit greifen dich die gegnerischen Besitzer direkt an. Okay, cool. Was? Also. Wieso? Führt die Farbe hier zu dem Spiegel? So, und du bist Magnificus. Der verkrüppelte Wolf, nicht wahr? Ah, du bist endlich hier. Wie kommen meine Schüler zurecht? Ach, egal. Es stehen weitaus dringendere Fragen an. Erfasst du die Leinwand, in die du eingewoben worden bist? Was sage ich? Du bist der Pinsel. Und der Künstler führt dich mit erschreckender Meisterschaft. Mein Auge schmerzt von den vielen Vorahnungen. Das war das Auge, was ich auch drin hatte am Anfang, oder? Als ich mir das Auge ausgeschnitten habe. Naska, willkommen im Stream. Die Zukunft ist sehr, sehr düster. Zunächst müssen wir kämpfen. Okay. Oh, cooler Soundtrack. Sieh her, der Pinsel des Wahrschreibers der Magie. Meine Schüler würden sterben, um von ihnen gemalt zu werden und als Karte ewig zu leben. Doch das ist nicht das ganze Ausmaß seiner Kräfte. Hier ist ein wenig Bleiche nötig. Oh! Jetzt ein bisschen Farbe. Oh, ich verstehe. Du änderst alles. Oh nein! Nicht mal ein Doppelschützen. Ist das der Typ von eben? Geht hier ab. Okay, das ist schlecht. Wenn Wolfsjung ist ausgespielt wird, entsteht ein Kaninchen auf deiner Hand. Die Karte Kaninchen ist definiert durch 0 Kraft, 1 Gesundheit. Okay. Aber den kann ich noch nicht spielen. Wenn ich ausgespielt wird, ziehst du eine Karte pro Mox auf der Seite, auf deiner Seite gespielt wird. Ich habe keinen Mox. Wenn Skelett stirbt, entsteht an diesem Ort ein Rubin-Mox. Okay. Der hat 9 Leben. Das ist nicht gut. Das heißt, ich setze den und den erstmal. Beende meinen Zug. Oh, der hat einen Angriff bekommen. Oh nein. Nein! Das macht mein komplettes System kaputt. Moxkarten auf der Seite des Besitzers erhalten eine Kraft. Okay. Das ist gar nicht gut bis jetzt. Ach nein! Ach Mann, ey, das ist... Das heißt, der entwickelt sich ja jetzt auch noch nicht mal. Das heißt, ich bin richtig am Arsch. Der hat auch 0 Angriff jetzt. Mit dem kann ich nur noch blocken. Okay, mit dem kann ich auch nur blocken. Den opfere ich. Dafür blockst du das, weil du 6 Leben hast. Okay.
Das ist schlecht. Diese Karte ist annehmbar. Fuck you. Genau sowas brauche ich nicht. Ach, die kann ich auch nicht opfern. Und ich habe mich... Ich werde das verlieren. Ein Angriff und ich bin am Arsch. Aber jetzt kann ich immerhin ein bisschen was machen. Ganz ehrlich, meinetwegen. Nee, Moment. Okay, das bringt mir nichts. Okay, da bist du zum Blocken da. Okay, ich kämpfe scheinbar mit Kaninchen jetzt. Aber ich kann immerhin das Feld ein bisschen drehen. Oh, keine unendliche Katze mehr. Eine Kaninchenkatze. Ist doch so lächerlich. Ja. Mühsam ernährt sich das Kaninchen. Oh. Ouroboros! Du lässt mich doch niemals im Stich, richtig? Du wirst mir doch jetzt den Sieg verschaffen. Aber ich weiß nicht, was in seiner zweiten Runde passiert. Ich habe Angst davor. Das war die erste Runde. Das Alter macht mich wohl langsamer. Vielleicht sollte ich meinen Pinsel nochmal über meine eigenen Karten führen. Okay. Du machst sowas. Du machst sowas, aber das ist vollkommen in Ordnung. Weil mein Ouroboros immer noch auf meinem Feld sitzt. Und weißt du, was das heißt? Das heißt, du bist gefickt. Ja, yeah. Komm, Ouroboros. Schlag zu. Overkill, 75 Schaden drüber. Oh, ich liebe meine riesige Schlange. Ich weiß gar nicht, was ich mit den vielen Folienkarten machen soll. Ich habe schon 500 Stück. Nun gut. Ich habe es geschafft. Ich habe alle vier Schreiber besiegt. Ich bin so gespannt, ob jetzt noch irgendwas kommt. Nun gut, wir haben gekämpft. Und jetzt kann ich reden. Weißt du, mein Auge, es schmerzt, weil es sich erinnert. Es wurde herausgeschnitten. Ja, ich erinnere mich. Ich habe sie mir ja selber eingesetzt, nachdem ich ihm mein Auge rausgeschnitten hatte. Von niemand anderem als Leshy, dem Wahrschreiber der Bestien. Ja, ja, daran erinnere ich mich auch noch. Und eine Bestie ist er. Arrogant, zielstrebig, besessen davon, Macht zu gewinnen. Doch, er ist bei weitem nicht der schlimmste Wahrschreiber, der die Vorherrschaft gewinnen kann. Weißt du, hier kann einem noch wesentlich Schlimmeres passieren, als einen Augapfel zu verlieren. Du musst dich ganz besonders... Was? Er ist verschwunden. Und ich habe Karten bekommen. Okay. Okay, ich habe jetzt alle vier besiegt. Aber was nun? Ups. Allem würde mich jetzt mal interessieren, was fehlen mir denn noch für Karten so? Bestienkarten. Oh, Bestienkarten habe ich alle.
Totenkarten fehlt mir eine. Und eine Zauberkarte. Mir fehlt eine Zauberkarte und eine Totenkarte. Du verkaufst mir hier Zauberkarten. Vielleicht ist ja die dabei, die ich brauche. Ich weiß es nur gerade nicht. Ich wüsste nur nicht, welche es wäre. Oder ob ich sie auf... Oh! Sammelmanöver! Habe ich gerade beide, die mir gefehlt haben, auf einmal bekommen? Ich habe mein Achievement bekommen. Ne, hier fehlt noch eine. Ah, ich habe die letzte Zauberkarte bekommen, aber mir fehlt noch eine Totenkarte. Die hier. Ja. Hier fehlt noch eine. Gehen wir nochmal zu Grimora. Kann ich eigentlich bei den Brunnen noch irgendwas machen? Hab ich da... Oh, du fandest eine Karte in dem Brunnen. Wait, ich glaube, die ist neu, oder? Kann ich da noch mehr Karten herbekommen? Nee. Nur die eine Karte. War das jetzt die Karte, die mir noch gefehlt hat? Um alle zu haben? Ich hole mir noch mal ein paar Kartenpacks. Ich meine... Warum nicht? Ups. Ich habe ja das ganze Zeug dafür. Okay, ich gucke nochmal nach, ob das jetzt wirklich die Karte war, die mir noch gefehlt hatte. Alles klar, Naska. Dann schönes Wochenende noch. So. Alle. Da habe ich alle? Ja, ich habe alle. Ich weiß zwar nicht, was mir das bringt, außer das Achievement, das ich schon bekommen habe, bevor ich die letzte bekommen habe, aber egal, ich habe alle. Jetzt will ich sehen, was als nächstes passiert. Ich bin echt neugierig. Es ist Zeit, Herausforderin. Wähle den Wahrschreiber, den du ersetzen wirst. Ja, ich hatte mich am Anfang für Leshy entschieden. Und ich muss auch sagen, Magnificus ist ein Arsch. P03 ist ein noch größerer Arsch. Grimora ist nett. Aber ich bin ein Freund von den Bestienkarten. Allein vom Ouroboros und so etwas. Ich möchte Leshy ersetzen. Ich mag Leshy, ich finde ihn cool. Er war aber auch ziemlich bösartig am Anfang. Aber ich will Leshy. Leshy ersetzen und zur Wahrschreiberin der Bestien werden. Ja, Bestien sind genau mein Ding. Dummkopf. Du hast keine Ahnung, was hätte sein können. Ein sorgfältig kuratierter Zyklus von Leben und Tod. Aufregung, Schrecken, Geheimnissen. Dieser unbedarfte Angler hat mich erneut im Stich gelassen. Oh, wieso der Angler? Wieso hat er dich denn im Stich gelassen? Ich nehme an, ich weiß, welcher Wahrschreiber mir zuvor gekommen ist. Natürlich, P03. Dieser synthetische Freak hat keine Ahnung von Kunst, von Ästhetik. Monster, als Hermelin gefielst du mir besser. What the fuck? Dreckige alte Bestie. Ich werde nie wieder dein Hermelin sein. Jetzt lass uns spielen. Wieso muss ich jetzt gegen... Ich muss gegen den Wahrschreiber kämpfen, den du dir ausgesucht hast. Aber eine fürs Finale aufgepeppte Version. Es wird also anders. Ich hab dich nicht ausgesucht. Das ist schlecht. Das sind Mondkarten. Also die sind wieder Mond, wie beim ersten Mal durchspielen. Ich muss mal kurz ausdenken, vom ganzen Gerede wird mein Hals trocken.
Okay. Ich hätte mir erstmal hier. Das ist doch kein Angriff, oder? Blockiert. Okay, mit flugfähig. Man muss investieren, um zu bekommen. Okay. Oh, der kann auch angreifen. Ich lasse das einfach mal hier. Etwas muss ich diesen Datenbagger allerdings zugestehen. Nicht so nutzlos, wie ich dachte. Was? Bitte? Was ist das? Was zur Hölle ist das? Beschädigte Datei? Blockiert eine? Entgegenstellen? Siegel? Hä? Okay. 98 Leben? What the fuck? Das ist das Ticket. Das Ticket wofür? Hi. Bist du fertig mit Gaffen? Können wir anfangen? Gut. Als ob sich das Spiel schon wieder komplett verändert hat. Zweiten Mal jetzt. Wir sind wieder... Es ist wieder wie... Wie das erste, nur... Anders auch wieder. Dieses Botopia... Einst ein großartiges technisches Paradies. Es wird beherrscht von vier, Überbots, genau. Und du musst losziehen und sie besiegen. Warum? Um die große Transzendenz auszuführen, natürlich. Spielt keine Rolle, was das bedeutet. Du willst es, okay? Aufstehen? Nein. Wir haben etwas zu transzendieren. What? Oh mein Gott. Leschi hat am Anfang sogar gesagt, natürlich erlaubt er uns aufzustehen und rumzulaufen. Er ist ja kein Monster, okay? Das war wohl sowas wie ein Foreshadowing hierfür. Oh shit. Das sind meine Karten. Energiebot, Schildbot, Scharfschützenbot, Doppelschütze. Es geht jetzt alles auf Technikkarten, alles auf Energie. Damit habe ich mich am wenigsten beschäftigt. Das werde ich doch nie im Leben hinbekommen. Früher war Botopia für Reisende sicher. Jetzt blockieren abtrünnige Bots alle größeren Straßen. Oh, 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 oh. Du bist es nicht gewohnt, fünf Spalten zu sehen, wie? Oh, stimmt, das sind fünf. Leschi hat das nie hingekriegt. Leschi hat das nie hingekriegt. Wir haben gereicht. Angeber. Okay. Das ist die Waage, das ist immer noch gleich. Nur ist halt jetzt futuristischere. Das ist das Regelbuch. Hier ist der Hammer. Das heißt, ich kann immer noch Sachen zerstören. Wenn der Besitzer seinen Zug beendet, bewegt eine Karte mit diesem Siegel sich in die auf der Siegel angegebene Richtung. Okay, er hat einen, der sich bewegt. Was ist das?
In der ersten Runde kannst du keine Karte ziehen. Ach, das sind meine Karten. Das sind wie so Disketten. Und das ist meine Energieanzeige. Okay, ich kann nichts setzen. Außer leeres Gefäß. Es hat immerhin zwei Leben. Das war's. Mehr kann ich nicht machen. Au. Au, okay. Schlecht. Okay, das sind leere Gefäße. Schildbot? Leeres Gefäß, würde ich sagen. Ich kann bis jetzt nur verteidigen. Scharfschützenbot. Du kannst dir aussuchen, welches gegnerische Feld eine Karte mit diesem Siegel angreift. Das ist gut. Das bedeutet... Wie viel? Okay, du hast nur ein Leben und eine Verteidigung. Das ist nicht gut. Das heißt, ich setze dich erstmal hier hin. Und lasse ich dann den Goldgräber wegmachen. Der Goldgräber? Ist das der Goldgräber oder ist das nur ein Goldgräber? Nee, du fliegst. Das heißt, da könnte ich sowieso nicht gegen verteidigen. Okay, das ist schlecht. Aber ich bin voll. Jetzt habe ich einen Doppelschützen. Und der greift den und den jetzt an. Okay, dafür habe ich nicht genug Karten. Aber das dürfte reichen. Oh, ich mache einfach... Einfach das. Vielleicht mache ich ihm schon mal direkt so Schaden. Und ich setze leere Gefäße, um mich zu schützen. Und beende die Runde. Gewonnen. Gerade so. Kein extra Schaden. Das ist schade. Die beste Verteidigung? Andere Bots. Du trägst einen Funken, der... alte Bots reaktivieren kann. Sie deinem Deck hinzufügen. Du weißt schon. Dann kämpfen sie für dich. Du bist ein ziemlich schlechter Geschichtenerzähler. Lashy hat das viel spannender gemacht. Ich vermisse Lashys Spiel. Aber viel lustiger. Okay, der dauert zu lange zum Spielen, auch wenn der gut ist. Was macht der Alarmbot? Die Kreatur, die sich eine Karte mit diesem Siegel entgegenstellt, erhält eine Kraft. Das ist schlecht. Formulus. Wenn eine Karte mit diesem Siegel gezogen wird, ersetzt ein zufälliges anderes Siegel dieses Siegel. Okay, das heißt, ich nehme den Amöbob-Bot. Von hier bin ich ja gekommen. Also wir gehen jetzt mal nach rechts. Geheime Wege scheint es nicht zu gehen. Irgendwelche Secrets vielleicht? Man weiß ja nie. Du wirst mehr als ein paar reaktivierte Bots brauchen. Zumindest wenn du die große Transzendenz wirklich einleiten willst. In Botopia gibt es einige der übermächtigsten Gegenstände und sie liegen einfach herum. Das lädt deine Energie eine Runde lang wieder auf. Ziemlich gut. Das ist echt ziemlich gut. Wenn du schlau bist, machst du großzügig Gebrauch von deinen Gegenständen. An einer Wegmarke werden sie natürlich wieder aufgefrischt. Okay, ich weiß noch nicht, was eine Wegmarke ist, aber gut zu wissen. Hier sind irgendwelche roten Lichter und hier scheint ein neuer Gegner zu sein. Oh, was... Was ist das für eine Fähigkeit? Oh, explosiv. Cool. Energiebot, Schildbot, Gefäß. Ich kann jetzt nur
nur ein Gefäß setzen wieder. Und damit will ich den Schildbot einfach mal blockieren. Okay. Ich habe zwei. Ich habe den Energiebot. Damit kann ich den Sprengbot blockieren. Ups. Energiebot. Sprengbot blockieren. Da war jetzt Kacke. Das ist alles ziemlich schlecht. Ah. Ich muss es jetzt schon verwenden. Denn ich brauche den Schildbot. Au, das ist nicht gut. Sieht schlecht aus um mich. Aber jetzt habe ich den Scharfschützenbot. Okay. Doppelschütze ist okay. Ist okay, ist okay. Ist nicht okay. So ist okay. Na gut. Immer noch keinen extra Schaden gemacht. Aber okay. Springbot war eine Verteidigung. Doppelschütze mag ich sehr gerne. Aber wie gesagt, man braucht 6 Energie dafür. Aber ich mag den Doppelschützen echt gern. Die beste Methode, dich gegen die abtrünnigen Bots zur Wehr zu setzen? Modifiziere deine. Gib ihnen übermächtige Fähigkeiten. Wähle eine Karte aus deinem Deck aus. Dann würde ich sagen, nimm ich mir doch einen von meinen Doppelschützen. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Mal sehen. Berührung des Todes. Wenn eine Karte mit diesem Siegel einer anderen Kreatur Schaden zufügt, stirbt diese Kreatur. Okay, also wie die Natter. Spitze Stachel. Wenn eine Karte in diesem Siegel getroffen wird, erleidet der Angreifer einen Punkt Schaden. Okay, ja. Du kannst dir aussuchen, welches gegnerische Feld eine Karte mit diesem Siegel angreift. Okay. Wait, das ist alles? Ich glaube nicht, dass ich das für den Doppelschützen möchte. Schildbot. Okay, es sind dieselben zur Auswahl. Dann nehme ich mir aber das hier. Die Stacheln sind schon ganz gut. Zufrieden? Ja, ja, ich denke, das dürfte so passen. Du bist fast an der Wegmarke. Versag jetzt nicht. Okay, den muss ich jetzt noch besiegen, damit ich an der Wegmarke. Oh, das Feld ist verkleinert. Was hast du da? Alarmbot. Das ist okay. Ich habe beide Doppelschützen direkt. Das wäre natürlich super, wenn ich noch mein Auffüllding hätte, aber das bringt mir jetzt nichts. Autsch.
Ich hätte gerne den Energiebot. Genau, dankeschön. So. Okay, jetzt geht's los. Jetzt beginnt der Spaß. Ich würde mir jetzt den Doppelschützen nehmen, auch wenn er nur ein Leben hat. Okay, ja. Damit dürfte ich schon gewinnen, oder? Okay. Gut, gut. Meinetwegen. Du hast es zur ersten Wegmarke geschafft. Cool. Deine Gegenstände sind wieder aufgeladen. Bots, die du in dem Gebiet zerstört hast, bleiben zerstört. Falls und wenn du stirbst, wirst du hierher zurückgebracht. Oh, das ist ein elegantes System. Das bedeutet kein Roguelike mehr. $3. Okay. Aber ich würde sagen, dass ich hier erstmal die Folge beende, beziehungsweise den Livestream. Und das wird ziemlich interessant langsam. Das hat interessante Wendungen genommen. Ich bin echt gespannt, wie die Sache weitergeht. Ich bedanke mich jedenfalls vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge von Inscription hier auf Moonsome LP. Bis dann.